guten Morgen. Ich wollte ganz gerne einen Tag machen, aber mir war überhaupt keiner eingefallen, den ich spontan total toll fand. Und dann habe ich bei Twitter nachgefragt, ob jemandem dort vielleicht ein Tag einfällt. Und da hat sich eine Person gemeldet, die sich den Tag ausgedacht hat: drei Wünsche, die die Kosmetikindustrie mir erst noch erfüllen muss. Und das fand ich einen wunderbaren Tag, weil mir da auch prompt Sachen eingefallen sind. Und es ist wahrscheinlich nicht unbedingt... Also mir würden garantiert noch mehr Sachen einfallen, aber das sind so zurzeit die Sachen, die ich so in meinem Gehirn habe. Das erste ist auch etwas, was ich zurzeit suche und irgendwie überhaupt nicht finden kann. Ich suche einen Lippenstift, der rosa-rot ist, also diese Mischung zwischen rosa und rot, ein bisschen mehr in den rosa Bereich gehend und ganz, ganz blass und pastellmäßig. Und zwar habe ich euch ja gezeigt den Rouge Volupté Nummer 30 von Yves Saint Laurent in dem in meinem letzten Favoriten-Liebhaber-Video. Lustigerweise muss ich sagen, dass der Lippenstift an verschiedenen Laptops, an denen ich das Video mal angeguckt habe, ganz verschieden aussah. An dem Laptop von meinem Freund sah der so aus wie ein Lippenstift, den ich super gerne hätte. So rosa-rot und dann Pastell und dann ganz, ganz hell. Also so richtig... perfekt für den Frühling sozusagen und eine Farbe, die ich so noch nicht irgendwo gefunden habe. Und die sieht wahrscheinlich so etwas pervers aus, aber ich finde sowas total toll. Ich stehe total auf so Pastellfarben zurzeit so und alle möglichen Beige-Töne. Und wenn ich nochmal so sage, dann knüppelt ihr mich wahrscheinlich in den Kommentaren. Ich hatte mal Tea Rose von NYX, den fand ich auch wunderschön, aber der ist nicht pastellig und hell genug. Ja, Trauer. Aber irgendwann wird es ihn bestimmt geben und er wird mir in die Hände fallen und er wird garantiert Limited Edition sein. Naja, okay. Also das wäre Wunsch Nummer 1. Okay, der zweite Wunsch wäre eine Gesichtspflege, die gut ist. Es gibt nämlich folgendes Problem. Wie ihr ja wisst, benutze ich zurzeit die von Estée Lauder Day Wear Plus. Und ich war auch eine ganze Zeit ziemlich zufrieden damit, bis ich irgendwann angefangen habe zu merken, dass mein Gesicht spannt, obwohl ich die Creme gerade erst aufgetragen habe. Und das hat mich ein bisschen genervt, weil ehrlich gesagt, wenn man viel Geld für gute Gesichtspflege ausgibt, dann möchte man auch, dass sich die Haut gut anfühlt. Irgendwie war es bei mir so, dass ich bisher die Sachen nicht ausprobiert habe, dass ich davon Pickel bekommen habe, dass ich die nicht vertragen habe, dass... 90% aller Reinigungsprodukte, die ich ausprobiert habe, haben meine Haut zum Spannen gebracht. Und das war dann super, super unangenehm. Und irgendwie, es gibt sowieso so, Gesichtspflege ist einfach nur ein großer, verwirrender Bereich. Es ist so, zum Beispiel mit den ganzen Antioxidantien, die in diesen tollen Cremes immer drin sind, die sind halt, die werden inaktiviert durch Licht. Wenn ihr so ein Licht und Luft, wenn ihr so einen Deckel aufschraubt, dann habt ihr natürlich ja, Licht und Luft da dran. Und immerhin ist das kein durchsichtiges Behälterding, aber wie gesagt, ihr müsst es nur einmal aufschrauben und das ist eine ziemlich große Fläche. Also alleine die Verpackung in Kombination mit den Inhaltsstoffen passt schon nicht zusammen, zum Beispiel bei dieser Creme. Ich bin einmal rumgelaufen und habe mich umgeguckt, wie viele Gesichtscremes wirklich auf diese Antioxidantien schwören und diesen Schutz der Zelle und wie viele dann auch wirklich die gute Verpackung dazu haben, die dazu gehört, nämlich ein luftdichter Behälter, am besten mit so einer Pumpe, der außen dunkel ist. Und das sind die allerwenigsten, das sind wirklich die allerwenigsten. Das Ding ist nämlich, dass es bekannt ist. Es ist nichts Neues. Und die Firmen verkaufen es trotzdem weiter so. Wo ich mich dann wirklich frage, was von dem Ganzen, was man erzählt bekommt, stimmt wirklich? Wie viel Geld sollte man wirklich für Gesichtspflege ausgeben? Und warum finde ich keine Gesichtspflege, mit der ich gut zurechtkomme? Das ist wirklich, es ist wirklich traurig. Es ist sehr, sehr traurig. Ich habe... ebenfalls ausprobiert, falls es gerade jemanden interessiert, von The Body Shop. Und da gibt es auch eine Augencreme und eine Gesichtscreme. Und die Tagescreme zum Beispiel, die... Das ist ja die Pflege, die strafft für die ersten Anzeichen der Hautalterung. Und die strafft wirklich so, dass man es merkt und es spannt auch wirklich. Und ich finde... Das trocknet so ein bisschen gelartig und dann kann man so an der Seite ein bisschen was abperlen und
Das ist eigentlich nicht so mein Fall. Aber die Nachtsache finde ich eigentlich ganz gut, weil sie wesentlich reichhaltiger ist und die spannt auch nicht so. Aber wie gesagt, es ist keine. Es ist irgendwie. Ich habe keine gefunden, die mir wirklich, wirklich perfekt gefällt. Mich nervt das so, dass ich so zwischen den Seilen hänge und immer noch nichts habe, was wirklich, was so die Lösung für mich ist. Ich hätte nämlich gerne die Lösung für mich, wo ich gucken soll, wo ein Angebot wirklich vernünftig ist, wo eine Pflege wirklich das tut, was eine Pflege tun kann, weil aus dermatologischer Sicht braucht man Feuchtigkeit und Lichtschutzfaktor. Und ich finde es noch so eine andere Sache. Der Lichtschutzfaktor habe ich gehört, ich konnte es noch nicht richtig recherchieren. Ich habe irgendwie nicht wirklich viel dazu gefunden, aber der Lichtschutzfaktor in solchen Tagescremes soll ja nur 2, 3 Stunden halten. Und nur diese Lichtschutzfaktoren, die wirklich auch einzeln dafür verkauft werden, sind dann auch die, die wirklich 8 Stunden halten oder wenigstens irgendwie 5 oder so. Und danach muss man nochmal neu auftragen. Weshalb es dann wieder sinnlos ist, nach einer Pflege zu suchen, die Lichtschutzfaktor Intus hat, wenn der dann sowieso nur 2 Stunden hält. Und ihr merkt schon, es ist ein Problem. Also, das ist ein Wunsch, den mir die Kosmetikindustrie wirklich erst noch erfüllen muss. Oder ich habe noch nichts gefunden. Ich weiß es nicht. Ich finde, viele Firmen oder viele Produkte haben ihre Pros und Kontras, genauso wie zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, wie diese Serie auch Pro und Contra hat. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Contra meistens überwiegt. Okay, kommen wir zu einem anderen Wunsch, der wahrscheinlich wesentlich besser ist und wieder gute Laune verbreitet. Ich hätte gerne mehr Farben und Produkte von Yves Saint Laurent in der Serie. Also die Rouge Voluptés oder überhaupt alle Yves Saint Laurent Produkte riechen wie der absolute Hammer. Das ist der, den ich euch vorhin auch schon gezeigt habe. Ich habe ihn getragen und getragen und getragen und ich weiß nicht, ich habe eine totale Obsession mit diesem Geruch. Und dazu trage ich am liebsten den Gloss Nummer 2. Ich kann euch die beide mal nebeneinander swatchen. Das ist eine wunderschöne pastellige Farbe. Die ist zwar ein bisschen rosa, aber es kommt auf den Lichteinfall an. Die sieht auch manchmal echt pfirsichfarben aus. Da habt ihr die beiden mal nebeneinander. Der Gloss ist unten und der Lippenstift ist oben. Und ich finde diesen Geruch unwiderstehlich. Ich bin wirklich total verliebt. Also ich habe mir die Serie nochmal genauer angeguckt. Ich finde gerade die Rouge Volupté ist total toll. Von der Textur her und vom Geruch her, das sind super tolle Lippenstifte. Also ich würde sagen, die hier und die Chanel-Lippenstifte trage ich am allerliebsten mit Abstand. Wenn man so den Gloss da drüber gibt und zum Beispiel irgendwo rumsitzt, was soll man denn auch sonst tun, außer sitzen, gehen, laufen, liegen? Also dann riecht man so den Geruch davon. Und ich weiß nicht, wonach die riechen. Ich glaube, es hat was von Melone. Ich hoffe, dass in Zukunft noch sehr, sehr viele wunderbare Farben rauskommen werden von diesen Rouge Voluptés und von den Glossen. Und ich finde, also es gibt ziemlich viele Pinktöne in der Kollektion. Es gibt viel Pink und viel Rot. Ich hoffe, dass der pfirsichfarbene Teil noch mehr ausgebaut wird. Es gibt auch eine Farbe Paris Rose oder Rose Paris. Je nachdem, wie man es gerne hätte. Nummer 27. Die ist auch der Knaller. Das ist so eine untypische Farbe. Die hat was von Pink, aber auch so einem Rosarot und genial. Also ich hoffe, dass da noch in sehr vielen Herbst-, Sommer-, Winter-, Frühjahrskollektionen noch andere Farben kommen werden. Also ich komme von diesem Geruch überhaupt nicht weg. Ich liebe den. Ich kann mich da nicht dran satt riechen. Ich krieg das nicht über. Ich hoffe, dass ich es nie überkriege und dass es noch sehr viele schöne Farben geben wird. Wobei das jetzt schon wieder ein Wunsch ist, der nicht wirklich erst erfüllt werden muss, weil es ist halbwegs klar, dass da noch viele Farben kommen werden. Aber ich freue mich jetzt schon einen Keks. Okay, also ein realistischer Wunsch, ein Gesichtspflege-Wunsch, der halbwegs unrealistisch ist, weil. Ich weiß nicht, ich habe die Hoffnung schon wieder halb aufgegeben. Ich habe auch nicht mehr wirklich Lust, irgendwas Neues auszuprobieren. Ich habe viele von den Sachen auch wieder umgetauscht und zurückgegeben wegen Unverträglichkeit, weil ehrlich gesagt, sich da groß durchzuprobieren, ist einfach zu teuer. Und ich finde, wenn man etwas nicht verträgt, dann soll man es zurückbringen. Oder wenn ein Produkt ein bestimmtes Versprechen hat und es hält es wirklich nicht und es hält es auch sichtbar nicht, dann finde ich, muss man das den Hersteller wissen lassen und das wieder zurückgeben. Und was war der erste Wunsch? Ach ja, ein Farbwunsch. Ich fühle euch alle getaggt.
fühlt euch alle getaggt. Alle Leute, die zugucken, alle Abonnenten, jeder, der daran vielleicht auch nur einen Hauch von Interesse hätte. Ihr könnt die Wünsche in alle Richtungen verschleudern, ihr könnt... ich weiß es nicht. Aber toll wäre es auch, wenn ihr mir zu meinem ersten Mund vielleicht Vorschläge machen könntet. Schleim. Hoffentlich rutscht ihr jetzt nicht auf dieser Schleimspur aus. Postet es als eine Videoantwort, wenn ihr an dem Tag teilnehmt. Und sollte ich zu den drei Wünschen eine Lösung finden, irgendwann, ich glaube, zu dem Gesichtspflege-Lösungsteil kommt man nur nach Monaten des Ausprobierens und das ist wirklich kompliziert, also wenn ihr da nochmal was von mir hört, dann dauert es garantiert eine Weile. Aber sollte Yves Saint Laurent noch ganz viele tolle, coole Farben rausbringen und sollte ich die ansammeln, dann mache ich dazu auch nochmal ein Video. Und sollte ich einen rosa, roten, hellen, pastellfarbenen Lippenstift finden, lasse ich euch das auch garantiert wissen. Also, okay, ich höre jetzt auf zu reden. Das Video ist garantiert sowieso schon viel zu lang. Okay, auf Wiedersehen. Tschüss.